Leute, guck mal, ich bin gerade bei mir zu Hause. Darf ich vorstellen, das ist meine Familie. Sagt mal hallo. 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 Und ist ja völlig klar, die kennen mich schon mein Leben lang und wissen deshalb richtig viele Sachen über mich. Zum Beispiel, dass ich der ordentlichste Mensch der Welt bin. Stopp. Was ist das hier? Guck dir das mal an. Mann, stopp jetzt mal. Das war anders abgesprochen. Ihr solltet zu sagen, ja, ist er wirklich? Ja, aber nein, das sieht man doch. Ja. Toll, danke. Naja, auf jeden Fall darum geht's heute, um die Menschen, die uns oft wahrscheinlich am allerbesten kennen, nämlich um Familien. Und beim nächsten Mal macht ihr das wirklich so, dass es gut wirkt für mich. Dann macht das beim nächsten Mal ordentlich. Unser ganzes Zusammenleben ist von Familien geprägt. Klar, denn die allermeisten Menschen wachsen in einer Familie auf. Früher waren in Europa die Königsfamilien am mächtigsten. In England gibt es so eine heute noch. An der Spitze steht die Queen, also die Königin. In Deutschland leben zurzeit rund 11 Millionen Familien. Und die sind sogar vom wichtigsten Gesetz, dem Grundgesetz, besonders geschützt. Das heißt, die Politiker müssen darauf achten, dass es den Familien in Deutschland gut geht. Deshalb bekommen Familien unter anderem auch Geld als Unterstützung. Zum Beispiel das Kindergeld. Ich finde heute raus, wie das Leben in einer Großfamilie abläuft. Außerdem hole ich mir Tipps für alle, deren Eltern sich getrennt haben. Und ich checke, wie das Leben in einer neu zusammengewürfelten Familie aussieht. Und ich lerne noch eine Familie kennen. In der gibt es keinen Papa, aber dafür zwei Mamas. Und meine Checkerbude, klar, die baue ich heute bei mir zu Hause auf, bei meiner Familie. Also bei meiner Mama, Uli, meinem Papa Ernst, meinem Bruder Fabian und meiner Schwester Verena. Alle bereit? Dann kommt hier der Familiencheck. Jetzt die Checkerfragen. Wie lebten Familien früher? Was ist eine Patchwork-Familie? Und was ist eine Regenbogenfamilie? Das check ich für euch. Los geht's bei Familie Lindauer in der Nähe von Augsburg. Sie haben 6 Kinder und gelten damit als Großfamilie. Hallo. Hallo. Darf ich zu euch reinkommen? Ja. Da lang, ne? Ja. Okay, bis gleich. Hallo. Oh, wow. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Danke. Und sie gehören alle zur Familie. Noah, Malia, Lanea, Jeremia, Enna, Mama Johanna mit Elia, Papa David und Hund Lotta. Enna zeigt mir das Haus. Oh wow, das sind aber viele Zimmer. Wo geht's zuerst hin? In mein Zimmer. In dein Zimmer. Wo ist das? Hier. Ah, und wo schläfst du, Enna? Das ist ja ein Hochbett. Ich schlaf da und da schläft die Elia. Okay, also du oben. Das heißt, jeden Abend musst du da hochklettern? Ja. Cool. Und was ist das hier? Ist das eine Schaukel oder was ist das? Das ist ein Tuch. Zeig mal, was machst du damit? Oh, wow. Voll gut. Zack. Weiter geht's in Laneas Zimmer. Das ist ja cool. Oh, wow. Und hier wohnt Jeremia. Meine Hände. Ihr seid ja am Backen. Ja. Fantastisch. Was gefällt dir gut daran, 5 Geschwister zu haben? Es ist eigentlich nie irgendwie leise und das ist irgendwie auch gut, weil man hat irgendwie auch immer jemanden zum Spielen da und das ist dann irgendwie toll. Mhm. Oh ja, hier ist echt immer was los. Aber ob die beiden Ältesten, Noah und Malia, das auch so lustig finden? Sag mal, wie ist es eigentlich für euch beide? Ihr seid ja die Ältesten, mit 4 jüngeren Geschwistern aufzuwachsen. Also es ist nervig, also immer laut. Und das Einzige, wo man sich halt erholen kann, ist am Abend, wenn alle anderen im Bett sind. Vor allem, weil die gerade alle voll viel streiten, können sich um jedes kleinste Detail streiten, aber also, die Geschwister, ohne Geschwister finde ich schon langweilig, weil Einzelkind kriegt man zwar meistens alles, was man will, aber ich finde es mit mehr Geschwistern irgendwie schon cool. Heute ist so eine große Familie eher selten. Warum es früher normal war, darum geht es in meiner ersten Checker-Frage. Wie lebten Familien früher? Seit es Menschen gibt, gibt es Familien. Nur dass die vor ein paar tausend Jahren ganz anders aussahen, als wir das heute kennen. Forscher vermuten, dass die Menschen in der Steinzeit
in sogenannten Sippen gelebt haben, die dann aus mehreren Familien bestanden. Die Menschen in der Steinzeit, die Erwachsenen, hatten mehrere Partner und die Frauen auch Kinder von verschiedenen Männern. Und verheiratet war damals noch keiner. Bei den alten Römern war das Verheiratetsein dafür dann ganz, ganz wichtig fürs Zusammenleben. Sippen wie in der Steinzeit gab es nicht mehr, sondern jetzt nur noch Familien. Aber die waren viel größer, als wir das heute kennen. Eltern, Kinder, Großeltern, Tanten, Onkel, alle lebten unter einem Dach. Das war ganz lange Zeit so, noch bis ins Mittelalter. Familie war einfach so eine Art Absicherung. Also alle haben mitgeholfen und die Älteren kümmerten sich um die Jüngeren und umgekehrt. Vor rund 900 Jahren bekam die Ehe durch die katholische Kirche einen noch wichtigeren Stellenwert. Sie wurde als heilig und damit besonders schützenswert angesehen. Seitdem versprechen sich die Eheleute bei einer kirchlichen Trauung in aller Öffentlichkeit, dass sie für immer zusammenbleiben wollen. Vor allem damals war das ein Schutz für die Frauen und auch für die Familie. Denn vorher sind die Männer oft einfach abgehauen und die Frauen mussten alleine die Familie versorgen, was damals noch schwieriger war, als es heute ist. Als dann vor so ungefähr 200 Jahren die sogenannte Industrialisierung begann, hat sich das langsam verändert. Die Arbeit fand nicht mehr nur auf Höfen statt, sondern immer öfter auch in Fabriken, in den Städten. Und dadurch wurden die Familien immer weiter verstreut. Und sie wurden kleiner, eher so, wie wir es heute kennen. Also Eltern mit Kindern, die zusammen lebten. In der Steinzeit lebten die Menschen in Sippen zusammen, später als Großfamilie. Durch die Industrialisierung wurden die Familien kleiner. Checkt. So, und jetzt Tobi, eine Frage an Tobi, euch. Guck mal ein Video. Nee, ich kann jetzt kein Video gucken, ich mach gerade die Mitmachfrage. Ich kann auch jetzt nicht die Treppe kehren, ich bin doch gerade am Moderieren. Bitte noch den Müll rausfragen. Ich weiß! Jetzt mal stopp kurz. Also, jetzt eine Frage an euch. So, was ist das jetzt für ein Video? Da springe ich Bungee, guck doch mal. Das kenne ich doch längst. Oh, Mann, ist das nicht cool? Ja, natürlich. Guck mal. Gar nicht gesehen. Familie. Richtig gut. Ja. Wow. Super. Ich will heute von euch wissen, mit einem Stammbaum kann man A. herausfinden, zu welcher Uhrzeit man geboren wurde oder B. herausfinden, wer alles zur Familie gehört. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Bei Familie Lindauer kann ich mir so ein bisschen vorstellen, wie es wohl früher war, als in fast allen Familien so viele Kinder gelebt haben. Was mich noch interessiert, wie ist das eigentlich für Johanna? Bei so vielen Kindern ist das Mama-Sein ja sicher ein Vollzeitberuf. Hallo. Ah, perfekt. Hi. Ich wollte gerade Kekse holen. Was würdest du sagen, ist bei euch anders als bei kleineren Familien? Ich glaube, wir haben mehr Wäsche wie andere Familien. Ja, das glaube ich auch. Unsere Spülmaschine läuft öfter, also sie läuft dreimal am Tag. Und ich glaube, ich habe, ja. Ja, und die Waschmaschine, also ich glaube, ich habe schon zwischen 12 und 15 Maschinen in der Woche. Also zwei Waschmaschinen? Ja, ja, genau. Tatsächlich? Mhm. Sonst geht es nicht einfach mit so vielen Leuten. Dann, ja, dann müssten sie länger auf ihre Wäsche warten. So ist es einfacher. Ja. Jetzt gerade wollten sie aber Kekse haben. Ja, sollen wir das mal rüberbringen? Ja. Zur Familie Lindauer gehören noch viel mehr Personen als Johanna, David und die sechs Kinder. Wer seine Familie besser kennenlernen will, kann sich mit seinem Stammbaum beschäftigen. Der sieht meistens tatsächlich so aus wie ein Baum. Die Äste verbinden die einzelnen Familienmitglieder miteinander und zeigen, wer wie mit wem verwandt ist. So checkt man, wer war zum Beispiel der Uropa. Wer war sein Sohn und wie hieß seine Frau? Solche Stammbäume werden oft von sogenannten Ahnenforschern erstellt. Ahnen ist ein anderes Wort für Vorfahren. Der bisher größte Stammbaum, den Ahnenforscher ermittelt haben, hat richtig viele Äste. Er verbindet 13 Millionen Menschen der letzten 500 Jahre auf der ganzen Welt miteinander. Wenn man den Stammbaum noch viel, viel, viel weiter zurückverfolgen könnte, würde man wahrscheinlich feststellen, irgendwie sind wir Menschen alle miteinander verwandt. Cool, oder? Kekse, 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 Kekse! Kekse! Das ist meins! Hey, ich wollte noch sagen, vielen Dank, dass ihr mich heute so in eure Familie aufgenommen habt. Es hat richtig Spaß gemacht mit euch. Machen wir einen Gruppen-High-Five. Eins, zwei, drei! Jetzt bin ich mit Verena in der Nähe von Stuttgart unterwegs. Sie ist Psychologin und kennt sich deshalb super gut mit Gefühlen aus. Auch mit solchen, die oft in Familien hochkommen. Wir besuchen Familie Schwarz. Die wurde in den letzten Jahren neu zusammengewürfelt. Checkerfrage. Was ist deine Patchwork-Familie? Hallo. Hallo. Hallo.
Guten Tag. Hey. Guten Tag. Hey. Markus. Hallo. Hallo. Tag. Hallo. Mensch, was für eine freundliche Begrüßung. Schön, hallo, dass du da seid. Zur Familie Schwarz gehören super viele Menschen. Mama Conny und Papa Markus. Ole und seine Schwester Lia. Alda und Finn. Und Esra. Und Shadi. Wie die alle zusammengehören, das finden wir noch raus. Unser Plan für heute: ein großes Familienessen für alle. Dafür gehen Finn und ich erstmal einkaufen. Das Besondere bei Finn ist, er lebt in der Familie mit seiner leiblichen Mama Conny und ihrem neuen Mann Markus. Finns leiblicher Vater lebt woanders. Sag mal ganz kurz, ja. Conny, deine Mama, mhm, und dein leiblicher Vater, die sind ja geschieden. Genau. Weißt du noch, wie das damals war, als du ein Kind warst und die sich getrennt haben? Klar, also im ersten Moment war es natürlich nicht schön. Also es war natürlich komisch für mich auch, weil es ist eine ungewohnte Situation. Man ist 7, man versteht es gar nicht richtig, auf einmal ist der Papa weg. Ja. Ich hatte aber das Glück, dass ich von meiner Mutter und meiner Oma, die damals bei uns gewohnt hat, extrem unterstützt wurde. Also sie haben, ich sag mal, so das wirklich Schlimme abgeblockt, ja, mir gegenüber. Und deswegen war es für mich halt damals schon, ich sag mal, ertragbar. Trennungen können, wie Finn es gerade schon erzählt hat, für Kinder ungewohnt und traurig sein. Wichtig dabei ist, dass man als Kind nicht alles für sich behält, sondern vertrauten Personen erzählt, wie man drüber denkt und wie man sich dabei fühlt. Außerdem ist es die Aufgabe der Eltern, eine Trennung vor allem für die Kinder gut zu lösen. Das bedeutet in den meisten Fällen, dass die Kinder jeden Elternteil weiterhin sehen können. Hey. So eine Trennung kann aber auch ganz anders ablaufen als bei Finn. Verena, ja? Ich habe auf dem Weg vorhin mit Finn auch darüber gesprochen, wie es für ihn damals war, als seine beiden Eltern sich getrennt haben. Und ich habe das Gefühl, du hast das jetzt echt ganz gut hingekriegt alles. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele Kinder gibt, denen das nicht so leicht fällt, oder? Ja, das ist eigentlich eine ganz normale Reaktion bei Kindern, wenn sich die Eltern trennen, dass da erstmal die Welt zusammenbricht. Weil natürlich irgendwie der geschützte Rahmen, in dem man aufgewachsen ist, plötzlich wegfällt. Und das ist dann ganz normal, dass die Kinder erstmal traurig sind, dass die Kinder vielleicht auch wütend sind auf die Eltern oder vielleicht sogar sich selbst die Schuld geben. Dass sie sich denken, wenn ich vielleicht mein Zimmer häufiger aufgeräumt hätte, dann hätten sich Mama und Papa nicht so häufig gestritten, ja, und dann wäre das nicht passiert oder so. Ja, das ist natürlich Quatsch, ne? Genau, ja. Ja. Deswegen sollten sich die Kinder da auch nicht selbst die Schuld geben. Mhm. Markus ist zwar nicht Finns leiblicher Papa. Er und Finn haben sich aber so gut verstanden, dass Markus ihn sogar adoptiert hat. Das heißt, er hat das Sorgerecht und damit die Verantwortung für ihn übernommen. So als wäre Finn sein leiblicher Sohn. Der Adoption musste vorher Finns leiblicher Vater zustimmen. Ich habe auch direkt eine Frage an euch beide, wenn ich euch hier schon mal so stehen habe. Ja. Ich habe vorhin mit Finn darüber gesprochen, wie es für ihn war, als Kind irgendwann einen neuen Papa zu kriegen, dich, Markus. Mhm. Gab es bei ihm eigentlich so diese Phase, wo er gesagt hat, aber eigentlich hast du mir gar nichts zu sagen, weil du bist gar nicht mein echter Papa? Nein, nein, überhaupt nicht. Also das Schöne, wenn ich mich da zurückerinnere, ist, dass es einfach so alles im Fluss war und sich so aufgebaut hat und auch nie ein Thema war. Wir waren uns eigentlich immer einig und ich denke, das ist auch das Wichtige. Weil wenn sich die Erwachsenen einig sind, ja, und wenn die Erwachsenen nicht irgendwas über die Kinder austragen, ja, dann kann das eigentlich nicht schief gehen. Ja. Und ihr wart euch einig und Finn ist auch ein Kind gewesen, das da super mitgemacht hat. Ja. Mhm. Und das war es natürlich leicht gemacht. Ja. Aber sag mal, Verena, das ist auch normal, oder? Dass es nicht immer ganz glatt läuft und sofort heißt, okay, dann ist Markus halt jetzt mein Papa. Ja, total. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass die Kinder halt verstehen, dass der neue Partner keine Konkurrenz ist, ja, sondern dass das einfach ein neues Element in der Familie ist, das dazugekommen ist, das eben auch viele schöne Aspekte mit reinbringt und nicht einen selbst vom Thron stößt oder so. Also wenn ihr in so einer Situation seid oder einen Freund oder eine Freundin habt, der es so geht, dann ist einfach wichtig, dass ihr zu Mama oder Papa geht und sagen könnt, wie es euch geht, wie ihr euch fühlt und dass die zuhören. Ne? Und dass, wenn das passiert, dass dann eigentlich schon viel gewonnen ist, ja, oder? Dem ist nichts hinzuzufügen. Definitiv. Tobi, sehr gut. Als Finn 9 Jahre alt war, haben Conny und Markus ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Lia. Ole kam 2 Jahre später. Die beiden sind Finns Halbgeschwister. Oder anders gesagt, Stiefgeschwister. Alle zusammen bilden eine Patchwork-Familie. Das heißt, mindestens ein Kind in der Familie hat eine andere leibliche Mama oder einen anderen leiblichen Papa. Lia und Ole lernen wir jetzt beim Basteln kennen. Wie die anderen beiden Kinder, Shadi und Esra, zur Familie gehören, das klären wir gleich. Sag mal, Lia und Ole. Ja. Der Finn ist ja euer
Halbbruder, richtig? Ja. Weil er hat einen anderen Papa als ihr. Der Markus ist ja nicht sein Papa. Stimmt. Ja. Aber würdet ihr sagen, Finn ist trotzdem ganz normal euer Bruder oder gibt es da einen Unterschied? Als ich auf der Welt war, gab es nur Mama, Papa, Lia, Finn. Also für mich war es halt nur, dass Finn mein Bruder ist. Er wurde ja von meinem Papa adoptiert und da würde ich jetzt schon sagen, er ist mein Bruder, weil er einfach mein Bruder ist. Sag mal, Verena, jetzt hat man ja gerade hier mitgekriegt, dass das super gut funktioniert. Und es macht überhaupt keinen Unterschied, ob Finn jetzt der Halbbruder ist oder nicht. Aber ich nehme mal an, auch das ist in vielen Familien nicht immer so einfach, oder? Ja, das hängt einfach auch davon ab, glaube ich, ob man im gleichen Familienhaushalt zusammen wohnt. Und wenn die Geschwister dann recht nah beieinander sind und zusammen wohnen, dann glaube ich, ist es häufig einfach tatsächlich wie normale Geschwister. Eine Patchwork-Familie entsteht, wenn nach einer Trennung der Eltern ein neues Elternteil und neue Kinder zu einer Familie dazukommen. Checkt! Vor ein paar Jahren kamen zur Familie dann noch zwei Menschen dazu. Shadi und Alda. Den treffen wir gleich noch. Im Heimatland der beiden, in Syrien, herrscht Krieg. Deshalb sind sie nach Deutschland geflohen. Weil Aldas Mama und auch die von Shadi in Syrien geblieben sind, hat Familie Schwarz die beiden in ihre Familie aufgenommen. Einige Zeit später kam Shadis restliche Familie nach Deutschland. Also seine Mama und auch seine Schwester Esra. Ich meine, ihr zwei seid Geschwister. Aber im Grunde seid ihr jetzt alle vier so eine Art Geschwister geworden, oder? Ja. Ich habe mal noch eine Frage an euch alle vier. Ja. Was bedeutet denn für euch Familie? Familie ist was Liebes im Herzen. Und wenn man jetzt allein ist, dann ist es nicht so schön, weil es ist auch keine Familie. Man hält zusammen, beschützt den einen. Das ist Familie. Wir basteln, wir essen alle. Einfach zusammen Sachen machen. Ja. In manchen Familien können sich die Eltern aber nicht um ihre Kinder kümmern. Manchmal kommen die Kinder dann in eine Pflegefamilie. Dort sind sie für eine gewisse Zeit, bis die Eltern ihre Kinder wieder aufnehmen können oder die Pflegekinder alt genug sind, um sich um sich selbst zu kümmern. Familie Schwarz hat Shadi und Alda als Pflegekinder aufgenommen. Du lass dich das? Machen wir. Alles klar. Sag mal, Alter, ich kann mir das natürlich selbst gar nicht so richtig vorstellen, ne? Dass man seine Heimat und auch seine Familie verlässt und dann aber hier ankommt und so aufgenommen wird. Wie hat sich das angefühlt? Hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Man hat diese Wärme auf einmal wieder gemerkt und gefühlt, würde ich sagen. Mhm. Dass diese Zusammenessen, Zusammenlachen, wenn irgendwie ein Problem gab, zusammengesprochen, zusammen eine Lösung gefunden. Ja, ich habe mich halt richtig wohl gefühlt. Toll. Und deine eigene Familie? Also du bist ja, ihr seid ja nicht alle gemeinsam hierher gekommen, sondern deine Mama und deine Schwester kamen erst später, ne? Genau. Wie war das, quasi seine Familie zumindest zum Teil zurückzulassen? Das war auf jeden Fall schwer. Aber was ich halt wusste, dass meine Mutter genug stark ist und die kriegst schon hin. Und deswegen, ich habe an die geklaut und die haben auch am Endeffekt geschafft. Ja. Und die sind hierher gekommen. Und da hat mich gefreut. Vor fast zwei Jahren ist Aldas Mama nach Deutschland nachgekommen. Jetzt können die beiden sich zum Glück wieder so oft sehen, wie sie wollen. Shadi und Alda fühlen sich mittlerweile zwei Familien zugehörig. Jeweils ihrer ursprünglichen und auch ihrer Pflegefamilie, der Familie Schwarz. Also ich finde, Familie Schwarz ist wirklich eine richtig tolle Familie. Und sie können auch echt tolle Pfannkuchen machen. Ich wollte nur noch sagen, das war ein richtig toller Tag heute bei euch. Ja. Vielen Dank, dass Verena und ich mit dabei sein durften. Bitte. Sehr gerne. War ganz toll. Schön, dass ihr da wart. Ja, Spaß gemacht. Uns auch. Guten Appetit. So, wir lassen uns die Pfannkuchen schmecken und für euch gibt's die letzte Checker-Frage. Was ist eine Regenbogenfamilie? Die meisten Familien bestehen ja aus Mama, Papa und Kindern. Es gibt aber auch Familien, da gibt's zwei Mamas oder zwei Papas. Solche Familien nennt man Regenbogenfamilie. Und so eine Familie habe ich jetzt im Checker-Chat. Nämlich Tochter Philippa und ihre Mamas Indra und Julia. Hallo ihr drei. Hi. Erzählt doch mal, warum gibt es bei euch in der Familie keinen Papa? Ich habe keinen Papa, weil sich meine Eltern einfach lieben. Und deswegen habe ich keinen Papa, ja. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, aber Philippa muss doch einen Papa haben. Wie ist ihn sonst entstanden?
Wenn zwei Menschen, die das gleiche Geschlecht haben, sich ineinander verlieben, möchten sie ja auch manchmal ein Baby haben. Diese Paare brauchen aber genauso wie andere auch die Eizelle einer Frau und den Samen eines Mannes. Für gleichgeschlechtliche Paare gibt es deshalb verschiedene Möglichkeiten, Kinder zu kriegen. Bei Indra und Julia war es so, dass sich Julia von einer Ärztin den Samen eines Mannes hat einsetzen lassen. Der Mann, der den Samen gespendet hat, wollte dabei unerkannt bleiben. Aus Julias Eizelle und dem Samen des unbekannten Spenders ist dann schließlich Philippa entstanden. Was sagen denn deine Freunde dazu? Eigentlich nichts. Es ist eigentlich schon ganz gewöhnlich jetzt so, dass ich zwei Mamas habe. Sagst du denn zu beiden Mama oder wie macht ihr das? Ich sage zu Indra Mami und zu Julia Mama. Ah, okay, das ist natürlich sehr schlau, klar. Gibt's was, was du besonders toll dran findest, zwei Mamas zu haben? Zum Beispiel, wenn die eine Mama weg ist, hat man die andere. Das ist natürlich geschickt. Vermisst du es denn manchmal, einen Papa zu haben? Zum Beispiel der Papa von meinen Cousinen, der hat uns immer so weggeschmissen. Und meine Eltern... Im Schwimmbad, in die Luft geworfen. Im Schwimmbad. Und das macht der halt immer ganz weit und so. Und meine Eltern machen das halt nicht so ganz weit. Das holt sich ja dann Philippa auch anderswo, sag ich mal. Das ergibt sich ja ganz natürlich dann auch so im Umfeld eigentlich, ne? In der Familie oder bei Freunden. Stimmt, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Hey ihr drei, vielen Dank, dass ihr mir das alles erzählt habt. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Eine Regenbogenfamilie ist eine Familie, in der beide Elternteile das gleiche Geschlecht haben. Check. Keiner da, oder? Oh, wie toll. Ruhe. Also dann, jetzt für euch die Antwort auf die Mitmachfrage. Tobi, als ich Bungee geflogen bin, war das wie viel? Wie war das, als du geflogen bist? Ich wollte von euch wissen, mit einem Stammbaum kann man A. herausfinden, zu welcher Uhrzeit man geboren wurde, oder B. herausfinden, wer alles zur Familie gehört. Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Bei einem Stammbaum verbinden die Äste die einzelnen Familienmitglieder miteinander. Er zeigt uns, wer alles zur Familie gehört und wer wie miteinander verwandt ist. Richtig ist also Antwort B. So Leute, das war's vom Familiencheck. Auch wenn das manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend und nervig sein kann mit Familie, irgendwie ist es doch auch was Wunderschönes und was ganz Wichtiges. Also ich zumindest bin sehr froh, dass ich meine Familie habe. Guck mal hier. Was ich gerade hier noch gefunden habe. Das ist doch toll. Nein, 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 nicht jetzt diese Fotos. Nicht diese Fotos. Oh, schön. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Mann, ich habe gerade voll gut von euch gesprochen. Der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt.